Willkommen zu den Damp News hier. Dein ist Gavina, dein ist Septerna und wir sind gerade noch auf dem Weg von Gavina nach Septerna. Und hier muss sie, wir sind noch begrünt werden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, vorher aber, es gab wieder neue News-Videos von Dougie und zwar erstmal hat er einen geheimen Harry Potter-Film entdeckt. So wie ich das verstanden habe, war er nicht geheim, sondern einfach nur ein dreiminütiger Teil in einem Special-Film zum Geburtstag der Queen. Und da spielen halt wirklich Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Matthew Lewis mit. Und an der Stelle wirklich großer Dank an Dougie, dass er so gut recherchiert, dass er das rausgefunden hat, dass da noch ein geheimer, nicht wirklich geheimer Film der Originalschauspieler existiert. Allerdings, deine Wüste, die gehört nicht ins Bild. So. Allerdings sind da viele Kanonbrüche in dieser 3-Minuten-Szene drin. Schaut euch dazu Dougies Video an, das ist wirklich zu empfehlen. Da ist auch der komplette Film drinne. Damals wurde die Queen wohl 80 und alle möglichen bekannten Schauspieler haben damals wahrscheinlich in diesem Film mitgemacht und damit halt auch die Harry Potter Schauspieler und das war mit den originalen Harry Potter Kulissen, weil zu der Zeit ja auch Harry Potter noch gedreht wurden und das sieht schon gut aus. Ja, ein anderes Newsvideo von Dougie hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Da hat sich die Schauspielerin von Pomona Sprout, hab den Namen schon wieder vergessen. Ja, die ist nicht so der Harry Potter-Fan, hat sie dann zugegeben. Sie hat gesagt, sie ist dankbar, dass sie bei Harry Potter mitmachen durfte, aber sie kann nicht verstehen, dass es jetzt einen Hype um Harry Potter gibt. Jetzt noch über 20 Jahre später. Und da hat sich Dougie dann drüber aufgeregt, dass Pomona Sprout das öffentlich sagt. Ja, natürlich, sie darf doch wohl ihre Meinung sagen. Also, nicht Pomona Sprout, die Schauspieler von Pomona Sprout. Natürlich darf sie ihre Meinung sagen. Warum sollte sie das nicht dürfen? Wie viele Schauspieler haben in dem Film mitgemacht? Man kann auch nicht erwarten, dass jeder... Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Film mitgemacht habe. Und ich freue mich, dass es diesen Hype um Harry Potter gibt. Da muss es doch viele Leute geben, die dann halt auch einfach keinen Bock mehr drauf haben. Ich meine, auch bei Daniel Radcliffe war es ja auch so, dass er sich von Harry Potter emanzipieren wollte. Und Dougie meint, die Schauspielerin darf zwar diese Meinung haben, aber darf sie nicht teilen. Ja, wenn doch da jemand interviewt und fragt, hier, finden Sie den Hype um Harry Potter gut? Soll ich dann sagen, nee, da gibt es einen YouTuber in Deutschland, der mag es nicht, wenn ehemalige Harry Potter Schauspieler sich negativ über das Franchise äußern. Deswegen kann ich auf diese Frage jetzt leider nicht antworten. Oder soll sie lügen? Nee, sie ist ehrlich, finde ich vollkommen richtig von ihr. Ich meine, ich teile ihre Meinung nicht, dass sie den Hype um Harry Potter nicht mag. Aber das ist ihre Meinung. Und Dougies Meinung ist, dass sie ihre Meinung nicht kundtun darf. Nee. Ist doch völlig in Ordnung. Und dann, sie meint noch, da hätte sich jemand in der Hochzeitsnacht, da hätte jemand eine Harry Potter Hochzeit geplant und sie als Schauspieler engagiert. Und sie meinte dann, sie will sich nicht vorstellen, was die in ihrer Hochzeitsnacht machen. Darüber hat sich Dougie dann auch aufgeregt, dass es ja wohl die Schauspieler nichts angeht, was die in ihrer Hochzeitsnacht machen. Natürlich nicht, aber ich will auch bei vielen Leuten nicht wissen, was sie in ihrer Hochzeitsnacht machen. Und von Leuten, die Vorlieben haben, die ich nicht teile, will ich sie erst recht nicht wissen. Da ist das doch vollkommen in Ordnung, wenn die Schauspielerin das auch nicht wissen will. So, und hier bin ich jetzt, hier ist es jetzt so dunkel, aber ich bin ja gerade im Show-Modus. Das heißt, ich kann mal kurz die Sonne herbeizaubern. Und da ist die Sonne wieder da, ja. Fände ich vollkommen in Ordnung. Dann kam aber noch ein Video, die lustigsten Harry Potter Coverbilder von Teil 1 von Harry Potter und der Stein der Weisen. Das war sehr unterhaltsam. Ist jetzt nicht so sehr Wissen, das ist eher Unterhaltung, hat Dougie auch gesagt, ist Ironie. Natürlich, wenn man sich über die Bilder ein bisschen lustig macht, aber das fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Und ich bin im 24-Stunden-Stream immer noch im zweiten Teil. Ich weiß, inzwischen kam auch LBH 1800 raus. Das habe ich noch nicht geguckt. Ich bin ja noch nicht mal mit dem 24-Stunden-Stream fertig. Aber dann auch kurz, soweit ich schon bin im 24-Stunden-Stream, da bin ich gerade bei Dougies Frühstück. Wo hat er Gartic vorhin gespielt? Das fand ich sehr unterhaltsam. Auch die Bilder hinter angucken fand ich sehr unterhaltsam. Auch seine Reaktionen sind sehr unterhaltsam. Es war sehr langatmig, aber das hat mich nicht gestört. Es war schön mit anzusehen. Was ich eher nicht so unterhaltsam fand, war Schach. Der hat danach Schach gespielt. Und vor allem, das war bei ihm ungefähr 7, 8 Uhr morgens. Und wenn er eh kurz davor ist einzuschlafen. Und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Und dann spielt er Schach. Wo man ja eigentlich mitdenken muss als Zuschauer. Ich meine, ich habe
und vor allem, ich höre ja die Streams überwiegend als Podcast und kann ich nicht die ganze Zeit gucken, oh, wo setze ich jetzt den Läufer hin? Also Schach fand ich jetzt für den Stream eher langweilig. Ja. Aber mal schauen, ich habe ja immer noch 10 Stunden, 11 Stunden des 24-Stunden-Streams vor mir und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wie geht es bei Ash jetzt weiter? Der ist also, ich gehe mal wieder tiefer. Wir waren ja zuletzt hier auf dieser Wiese mit ein Serpifeuer lässt sich nicht so leicht fangen und die nächste Folge heißt Rettung auf den letzten Glockenschlag. Da treffen sie wohl auf zwei Flampion, wo ich mich frage, wo? Flampion findet man in der Wüste, das wissen wir so jetzt ganz hinten irgendwo. Wo haben die hier vielleicht eine Wüste gefunden? Oder tauchen die Flampion vielleicht hier in dieser kleinen Höhle auf? Warte mal, steht da... Den Namen der Höhle habe ich schon wieder vergessen. Steht da vorne dran? Mal kurz schauen. Nö, steht auch kein Name dran. Ja, ich weiß nicht, wo hier jetzt ein Flampion auftauchen soll. Aber ich schaue mir die Folge einfach mal an und mach dabei die nächsten Aufkleber auf und sag dann gleich Bescheid. Da bin ich wieder. Ja, also wir sind immer noch auf so einer Insel gewesen. Quatsch, Insel sag ich. Im Wald, auf so einem Grasstück gewesen. Und da gab es wieder Essen, wie auch in der letzten Folge. Und Lilia holt immer noch irgendwelche Beeren. Und für Benny ist er nicht gut genug. Benny ist einfach unser Sanji. Da will was Besseres machen. Und dann macht Benny was Besseres. Und dann kommt ein Flampion. Weil ich habe es bis jetzt immer Flampion genannt, aber in der Folge habe ich jetzt gelernt, die heißen nicht Flampion, sondern Flampion. Schön französisch. Flampion. Ja. Und dann, gucken die sich diesen Flampion an. Das schläft ein. Und währenddessen verschwindet der in Essen. Ja, das war eine Ablenktaktik. Da war noch ein zweites Flampion. Und das hat das Essen geklaut. Während die, mit dem anderen beschäftigt waren. Doch. Und dann kommt in irgendeine Stadt, ich weiß nicht in welche. Es ist nicht Gavina, es ist nicht Septerna, die Stadt wird nicht benannt. Die kommen in irgendeine Stadt mit dem schönen Glockenturm. Da essen sie erstmal was und auch da klauen die Flampion das Essen. Doch. Und dann Ash will natürlich rausfinden, was da los ist. Die verfolgen die Flampion irgendwie in den Glockenturm. Und da ist dann ein Flampivian im Trance-Modus. Und dieses, oder ist das vielleicht hier? Nee, hier ist ja keine Stadt, das ist ja nur ein Park. Da ist dann ein Flampivian im Trance-Modus, der ist wohl irgendwann mal eine Glocke runtergefallen. Flampivian ist in den Trance-Modus, um mit der Kraft seiner Psychokinese die Glocke aufzuhalten. Ja, und dann muss Ash jetzt denen halt helfen, dass die Glocke, weil wenn die Glocke runterfällt, wird der ganze Turm einstürzen und bla bla bla. Und Ash hilft und der Turm stürzt nicht ein und Flampivian kann aus dem Trance-Modus wieder in den normalen Modus. Und deswegen haben die Flampion Essen geklaut, damit Flampivian im Trance-Modus nicht verhungert ist. Und die Stadt ist den Flampion und dem Flampivian trotz des Diebstahls auf ewig dankbar, weil sie da verändert haben, dass dieser Turm eingestürzt ist, dabei hier nirgends steht. Was ist das für ein Turm? Ich weiß es nicht. Jo. Ja gut, währenddessen hatte ich tatsächlich echt viel Glück bei den Aufklebern. Ich hatte nur eine Niete bei Fantastic Beasts und ansonsten hatte ich da 39AB die letzten Bilder, die mir von den Dementoren noch gefehlt haben. Ich schau gerade mal, nee, das ist von Beasts. Ich schau gerade mal, 39, die Dementoren müssen ich jetzt vollständig haben, oder? Da. Ja, diese dunklen Wesen, die zu den übelsten Kreaturen in der Zauberwelt gehören, sind unglaublich gruselig. Dementoren saugen alle guten Gefühle und glücklichen Erinnerungen aus den Opfern. Mit ihrem Kuss zwingen sie sie, ihre schlimmsten Erinnerungen erneut zu durchleben und versetzen sie in einen Zustand der Depression und Hoffnungslosigkeit. Wusstest du das? Die beste Verteidigung eines Zauberers gegen Dementoren ist der mächtige Patronus-Zauber. Ja, das wusste ich. So, dann habe ich da noch ganz viele 41 ABCD. Das sind die Wichtel aus Cornwall. Die habe ich noch nicht vollständig. Ich schaue nochmal kurz. Da fehlt mir jetzt noch ein großer 43er Sticker. Außerdem habe ich die 27. Darauf sehe ich Harry und im Hintergrund einen Testral. Die 27, was war denn? Habe ich die jetzt schon vollständig dann? Ne, da fehlt mir dann auch noch ein Aufkleber. Ja. Und bei One Piece, da hatte ich erstmal Steckbrief, Brooke. Das war der Sticker H6. Ja, nur, dass Brooke da noch kein Skelett ist, sondern noch ein Mensch. Dann habe ich einen Glitzersticker von Ruffy im Angriff, die Nummer 11. Einen Glitzersticker von Yvonne Cove mit Mr. Zero, Jinbei, Iwakuma,
wie hieß nochmal der Typ mit der Scherenfrucht? Ach, und Ruffy. Auch in Litzer. Dann im Impel Down, die Häftlinge. Nein, Ruffy war ja kein Häftling. Er hat doch der Einzige mit seiner normalen Weste. Aber die anderen, Mr. 3, Mr. 2 und Buggy, mit ihren Häftlingsanzügen. Und die schreien ziemlich laut. Und außerdem die Nummer 152, das ist Lysop. Der fette Lysop, der gegen einen riesigen Skarabeus kämpft. Jo. Das war das. Und ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis wir diese Route, auf der kein Turmglockenturm steht, mal abschließen und hier rüber nach Septerna dürfen. Heute leider nicht mehr, deswegen sage ich hier, arrivederci, over and out.